Miau, willkommen zurück im Sanctuary of the Skion. Oh, ich dachte kurz, dass das Windgeräusch aufgehört hätte. Aber da hat wohl die Sounddatei nur eine kurze Pause eingelegt. Jetzt ist es wieder da, so schlimm wie vorher. Oh, ich hasse das. Vor allem, weil man es halt nicht runterregeln kann. Ach, ja, egal. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal Level, in denen kein Wind weht. Vor allem, ihr habt es auch schon gesagt, wo kommt der her? Wo kommt doch das Licht her? Es macht keinen Sinn. Egal. Ach, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ja, okay. Ups. Nein. Ich hasse das, wenn so ein Block in der Mitte steht und wir müssen drum rumlaufen. Da kommt immer was, jedes Mal. Oder wir schieben was. Hä? Und wohin? Ist doch überhaupt kein Platz. Wir können es nur reinschieben, aber auf der anderen Seite war auch was. Ja, anscheinend geht's. Seltsame Lara ist seltsam. Ja, weiter geht's nämlich nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Was machst du denn? Das macht keinen Sinn. Da habt ihr jetzt aber, oder? Hier ist tatsächlich nur ein Block. Ich hätte gedacht, das wären zwei. Aber... das war total doof. Ich hätte es nämlich hier rausschieben müssen. Damit wir da hoch können. Mach neu. So. Wobei das Windgeräusch gut zum aktuellen Wetter passt. Und mir wird, wenn ich das so höre, auch irgendwie kalt. Zentauren. Ich habe jetzt mir extra nichts gesagt, um zu zeigen, wie ridiculous diese lange Schießerei ist. Ich habe doch gesagt, wir treffen die Zentauren nochmal. Aber die sind alle nicht so smart, ne? Die schießen immer die Wand an. Aber wer ist schon smart, wenn er eine Mumie ist? Tja, da haben wir wieder einen Ankh. Wenn hier die Zentauren nochmal kommen, machen sie das dann auch in Anniversary? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht, denn ich weiß nur von diesem einen Assi-Kampf. Ich habe noch niemals gehört, dass man das zweimal tun muss. Wir speichern mal. Jetzt kommt bestimmt da draußen wieder sowas. Vor allem, als wären Zentauren nicht schon Gegner genug, sind ja auch untote Zentauren. Oh well. Wohin gehen wir denn jetzt? Wir haben einen Ankh. Steht da was dabei? Nein, sonst nichts. Nur ein Ack. Wow, das wollte ich nicht. Okay. Wo? Ich höre dich. Ach ja. Oh. Der hat eine Waffe in der Hand. Was ist los mit euch? Ist er kaputt? Ich sehe das immer nicht. Die Kämpfe hier sind so ein bisschen wurstig mit der Steuerung.
Wenn da jetzt aber ein Gegner ist, dann ist es... Obwohl, nein, wir haben ja noch eine Tür irgendwo am Boden aufgemacht. Irgendwo. Oder war das die vor der Sphinx? Ich weiß nicht. Speichern und gucken. Ja, ganz komische Winkel heute. Also nicht heute, sondern in diesem Level. Schon heute, aber... Okay, es war doch nicht das. Ich dachte, es wäre das. Okay, wo haben wir das denn dann aufgemacht? Hat jemand eine Ahnung? Von dem zweiten Hebel, der hat ja auch noch was getan. Nur das da. Okay. Wir wissen mal Bescheid. Gibt's auch untote Krokodile? Ich glaube, da haben wir nur normale vor uns dann. Gehen wir mal lieber den langsamen Weg, statt zu rutschen. Nee, wir müssen rutschen, damit wir da landen. Denn... Doch, hier kommen wir auch wieder raus. Ich guck mal, wie sich das auf der anderen Seite gestaltet. Ja, also meine Überlegung war, bei den Doppel... Ah ja, festhalten, okay. Bei den Doppelfolgentagen nur 20 Minuten Videos zu machen. Weil dann haben wir immer noch 40 Minuten Spiel pro Tag. Ist immer noch mehr als mit einer Folge, aber es ist vielleicht nicht ganz so übertrieben viel. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Entscheidung. Weil 50 Minuten das gleiche Spiel ist halt schon so eine Sache, ne? Also mal gucken. Nicht, dass ich jetzt schon so sehr auf die 25 getrimmt bin. Nein. Ah! Ich will doch die Waffen nicht weglegen. Scheiße. Das ist mir egal, dass das jetzt Zeit braucht. Ich lege die Waffen nicht weg. Okay, wieder sowas. Try and error, würde ich sagen. Mir gefiel der andere Weg aber besser. Zumindest können wir hier wieder erstmal gucken. Wir rutschen jetzt wahrscheinlich dann doch gleich. Ja, sieht ganz danach aus. Hier ist auch immer nichts im Wasser. Das ist strange. Okay, wir müssen wohl rutschen und uns dann da oben... Das ist ja aber eine Tür. Die ist ja noch gar nicht auf. Und wir haben auch keinen... Oder muss da das Ank rein? Erkennt ihr das? Bringt mir aber auch nichts, wenn ihr das erkennt, weil ich erkenne es nicht. Ja, wir gehen einfach gucken. Wir haben ja hier gespeichert. Schade. So. Naja. Ja, so viel dazu. Oh! Ach, seht mal! Ein Schlüssel. Was zur Hölle. Den habe ich aber vorher nicht gesehen. Kommen wir denn hier wieder raus? Eigentlich? Müssen ja. Ist das nicht zu hoch? Nee, ist nicht zu hoch. Okay. Okay. Versuchen wir das wohl nochmal. Ich habe den vorhin nicht im Wasser gesehen. Habt ihr den gesehen? Ich nicht. Speichern aber auf dem neuen Platz. Hoffentlich geht das. Ich habe Angst. Da kommt bestimmt was Böses raus und dann fallen wir wieder runter. Nee.
Sag nicht no, ich habe doch noch gar nichts versucht. Was hat die eigentlich für Riesenschuhe an? Das sind so Yosemite Sam Schuhe. Ein Zentaur, ich wusste es. Also sie sieht ihn wieder nicht, die ist so doof manchmal. Der braucht halt auch ewig, ne? Ja, wenn du wieder so am Eck stehen bleiben könntest und die Wand anschießen könntest, das wäre voll geil. Dann könnte ich dich in Ruhe abschießen. Das ist schlecht. Das ist... Alter Schwede, das ist ganz schlecht. Okay. Das bringt so nichts. Er darf uns definitiv nicht erwischen. Wir haben ja aber gar nichts sonst. Ah, mein Gott. Rein da. Spring! Dreh dich um. Das sind schon krasse Gegner, obwohl ich hätte mit mehr Schaden gerechnet. Finde ich interessant, dass, also die machen gut Schaden, aber für so einen untoten Zentaur mit Waffe, was auch immer das war, ich habe es nicht erkannt, ich sollte das vielleicht mal googeln. Die haben so komische Waffendinger, das haben jetzt die Katzen auch. Die haben aufgerüstet, die Schweine. Hui, Kopfsprung. Ich habe schon ein paar Mal versucht, aber nichts gesagt. Ich wollte schon öfter mich mit Handstand hochziehen, aber sie macht es immer nicht. Ja, du sollst nicht untergehen. Du sollst hoch. Nö, sie macht das nicht. Moment. Ah, jetzt. Kann man hin und wieder auch mal machen. Die Gute hat ja sonst keine Sorgen hier. Kann es auch mal einen Handstand machen. So, wir speichern. Müssen wir wieder da lang. Upsa. Hier für einen Kopfsprung kann ich sie immer begeistern, aber nicht für einen Handstand. Das ist wohl zu viel, das ist gut. Okay. Da ich den Schlüssel vorher nicht gesehen hatte, habe ich erstmal hier geschaut, aber da ist wirklich nichts im Wasser. Benutzen wir mal lieber unseren Erste-Hilfe-Koffer. Vielleicht kann ich mir auch in jeder Folge ein neues Wort dafür ausdenken. So, und jetzt müssen wir bestimmt hoch auf den Kopf. Weil jetzt haben wir zwei Ankh. Fast die Mehrzahl davon Ankhs. Ankhs. Gesammelt. Seht ihr, da ist noch Munition. Ich wusste es. Die versuche ich noch zu kriegen. Wenn wir jetzt schon hier sind, der Part geht eh nicht mehr so lange, können wir das nochmal versuchen. Okay, da müssen wir wieder dahinter. Ich speichere mal. Das sind einfach zu viele Sprünge sonst. Ui. Ist da hinten auch noch was? Bitte nicht. Ah, das ist der Hebel, glaube ich. Der schimmert einfach so. Kann ich hier direkt dran? Ja. Knapp, aber funktioniert. Wenn es schon so weit ist, dass man Munition liegen lässt. Nee, nee, die nehmen wir schön mit. Okay, dann rauf auf den Sphinxkopf. Das ging ja noch. Ich habe gedacht, wir sterben jetzt. Ich glaube, auf der anderen Seite ist der Aufstieg. Hier. Nein,
Du sollst das tun, was ich dir sage und nicht deine eigenen Spirenzchen. Na gut, jetzt sind wir hier, das bringt uns aber leider nichts. Oh, ich habe aber keine Lust, jetzt wieder ganz viel zu klettern, um da hochzukommen. So was Doofes. Aber muss, glaube ich. Ach, verdammt. Ein ganz großer Käse. Von wo aus? Von hier rechts oben sind wir wieder auf die Sphinx gesprungen, glaube ich. Ah, aber es könnte auch hier funktionieren. Moment. Seht mal. Ja, das sieht gut aus. Ah, es sieht sehr gut aus. Ich weiß dann zwar immer noch nicht... Guter Mann, du hast grüne Punkte. Soll das ein Opal sein oder was? Aber so ein großer für einen Sphinxkopf? Dekadente Ägypter. So, dann ist es wohl immer noch so, dass wir hier hochkommen müssen. Das, was wir vorhin einfach mal gelassen haben. Ja. Mist. So sowieso nicht. Wir springen immer nur im letzten Moment, Lara. Das solltest du wissen. Ja. Wollen wir wetten, dass hier oben noch ein Fliegevieh kommt? Was eigentlich über uns? Nix? Ja. Okay. So. Speichern. Einsetzen. Nein. Ja, jetzt warte doch, gute Frau. Immer gleich ablehnen. Ja. Das kennen wir schon aus dem letzten Level. Jetzt bloß nicht runterfallen. Was auch immer wir tun, nicht fallen. Das ist doch mal was, ne? Das ist doch mal was. Ja. Konnte ich mir herleiten. Ihr bestimmt auch. Ihr schlauen Füchse, ihr. Kein Fliegevieh? Echt nicht? Hier oben habe ich fest damit gerechnet. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil wir müssen ja theoretisch... Ich würde jetzt sagen, das Levelende schon wieder... nein. Boah. So direkt wollen wir sie jetzt auch nicht in den Tod schicken. Aber wir müssen ja nochmal... Obwohl, das hat ja nichts zu heißen, dass hier Levelende ist und wir aber nochmal an den Anfang des Levels müssen. Das war doof. Das war voll doof. Okay. Weil wenn ihr euch erinnert, vor dieser großen Treppe, wo die zwei Katzen kamen, da war ja noch was. Da waren noch zwei Gitter links und rechts mit Zeug dahinter. Kann ja gut sein, dass wir wieder dahin zurückkehren irgendwann. Das Spiel ist da ja nicht so streng, ne? Zwar strenger als Tomb Raider 4, aber das ist ja auch kein Maßstab. Oh, Jesus. Da bin ich kein Fan von, das wisst ihr. Theoretisch ist der Part vorbei. Ich will aber kurz gucken. Ich bin doch ein bisschen neugierig. Ich guck kurz. Oh, ich hab voll Angst. So tief das Wasser. Ich erinnere mich überhaupt nicht hier dran. Wo sind wir denn jetzt? Wenn wir in Tomb Raider 4, würde ich sagen, der Hammerhai schaut gleich um die Ecke. Oh mein Gott. Nein, das hebe ich mir für den nächsten Part auf. Ihr wisst, das Kätzchen schwimmt nicht gern. Nicht in solchen Höhlen. Ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr daran. Krass. Nee, ihr Lieben, verzeiht es mir. Wir heben uns dieses spannende Unterwasserabteil für nächstes Mal auf. Hinterlasst doch Kommentare und Bewertungen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.